außergewöhnliche Zeiten ermöglichen, außergewöhnliche Formate. Und deshalb haben wir uns heute zum ersten virtuellen Quartett verabredet. Ich freue mich sehr über Ray Grimm, eine tolle Kollegin, Florian Dietrich, besser bekannt als Le Floyd, und last but not least Olaf Zimmermann. Das zentrale Thema unseres Spieles, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich Sea of Solitude, frei übersetzt, ein Meer aus Einsamkeit. Im Zentrum des Abenteuers stehen Themen wie Einsamkeit, Depression, Mobbing und aber auch einfach, was es bedeutet, jemanden zu lieben oder eben auch sich selbst zu lieben. Was das Spiel eben ausmacht, ist die Erzählweise, ist die Erzählstruktur, ist der Umgang der Protagonistin mit eben dieser Umwelt und das Auseinandersetzen mit den jeweiligen Themen. Ich denke, dass eine sehr, sehr gute und wichtige Idee hinter diesem Spiel steckt und dass es sehr gut ist, dass es existiert. Es bietet so unfassbar viel Potenzial. Es ist ein Spiel, was sich künstlerisch auf den Weg macht und versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist schon etwas, was mich zumindest berührt hat. Einfach, dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Muss man Emotionen zulassen? Muss man zulassen, dass Leute das nachempfinden können, Empathie aufbauen können? Dieser Inhalt, finde ich, der ist auch fragwürdig, aber es ist ein denkbarer Weg. Es haben so viele Spiele Pionierarbeit gemacht, dass es schon gute Gründe hat, warum ein Publisher wie Electronic Arts gesagt haben, sie gehen jetzt quasi, geben diesem Spiel eine Chance. Ich glaube, dass man sich da langsam rantastet an eben genau solche Themen. Wie offen sollten die sein? Wie weit dürfen sich Entwickler aus dem Fenster lehnen? Ich glaube, dass das Spiel auf vielen Ebenen nicht für Betroffene gemacht wurde, sondern für die Angehörige von Betroffenen. Gute Kunst ist immer reduziert. Das finde ich ja das Spannende. Die ist nicht überladen, sondern sie ist reduziert, sie ist einfach. Jeder Betroffene nimmt das anders wahr oder hat andere Probleme, andere Faktoren, die da reinspielen. Was will ich eigentlich wie erzählen und ist das dann noch ein klassisches Computerspiel? Und auch das sind dann wiederum Ansätze und Aspekte, die mich dazu zwingen, mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, was ein anderes Medium so nicht schafft. Viel Spaß mit der Gamescom 2020. Auf bald beim Quartett der Spielekultur.